Zauberkunst in der Landeshauptstadt, die sogenannten magischen Zehen, präsentierten ein zauberhaftes Showprogramm. Es sind dies die Mitglieder eines Zaubervereins, die seit 30 Jahren Magie in ihren Händen haben. Bei ihrer Vorstellung in St. Pölten konnte man sich davon überzeugen und wir haben den Zauberern ganz genau auf die Finger geschaut. Wer kennt sie nicht? Die klassischen Zauberutensilien, die Karten, Seile, das Zaubersalz und den Zauberstab. Doch wer zu zaubern beginnen möchte, der braucht das alles nicht, denn man müsste sich zuerst einmal über Literatur das Grundwissen besorgen und erarbeiten und mit kleinen Gegenständen versuchen, Effekte zu bringen und sie vor allem vor Publikum zu präsentieren. Und wenn man dann ein bisschen etwas kann, dann kann man Kontakt schließen mit Leuten, die bei einer Vereinigung Mitglied sind und dort versuchen, eine Aufnahmeprüfung zu machen. Bis es soweit ist, heißt es üben, üben und nochmals üben. Da helfen auch die teuersten Tricks um viele tausende Schillinge nichts. Zwischen Blamieren und dem richtigen Palmieren, also dem gekonnten Verbergen der Gegenstände in der Hand, liegen oft Jahre. Doch keine Angst, die Meister greifen den Lehrlingen auch gerne unter die Arme. Tricks werden auf der Bühne allerdings nie verraten. Dafür gibt es eigene Vereine. Das ist ja der Sinn eines Clublebens, dass man sich trifft, dass man Geheimnisse austauscht, dass man vielleicht gemeinsam Seminare besucht oder zum Beispiel Kongresse und da einige Sachen kauft, einlernt und dann natürlich im Club vorführt, bevor sie natürlich vor Publikum vorgeführt werden. In der Zauberküche gilt also, viele Köche, pardon Magier, verderben keineswegs den Brei. Und so werden Seile zerschnitten, Knoten verschoben und woanders wieder aufgeknüpft. Bleiben Hände heil, während Gurken fallen. Doch vor Ausrutschen sind auch Profis nicht gefeit. Ja, die schlimmste ist, wenn das Publikum merkt, dass dieser Trick, Illusion, funktioniert nicht, aber Zauberer das weiß noch nicht. Und noch etwas dürften die Magier fürchten, ihre bezaubernden Partnerinnen. Warum müssen sie ihr Dasein eigentlich noch immer als Assistentinnen fristen? No, tak já si myslím, že hlavně je to proto, že muž nemůže hrát nikdy na jevišti druhý housl. Ja, ich übersetze sie denkt, dass die Männer wollen nie die zweite Geige spielen. Aber ich werde gern spielen zweite und dritte Geige. Keine Probleme, die zweite Geige zu spielen, hat auch Elmar Ballander. Er hat ja auch einen ganz besonderen Partner. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Tschüss.